Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge in der zweiten Bundesliga mit Schalke. Ich hoffe, es ist nicht die letzte Folge als Trainer von Schalke 04. Man beachte mein Manager-Rating. Ich hoffe, ich darf bitte weitermachen. Ey, nein, das kann nicht sein. Also wie gesagt, heute steht die letzte Folge an. Heute springen wir hoffentlich in die erste Liga. Es sieht ganz danach aus. Ich meine, 14 Punkte sind schon eine deutliche Marke bei nur noch 7 Spielen zu gehen. Diesmal werde ich es hoffentlich nicht verkacken und die Animation überspringen, wie in der Trade Club-Karriere, falls wir die Schale holen sollten. Aber dazu dann natürlich gleich. FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Er kommt gut und drin! Naldo! 4-4! Soll natürlich wie am Anfang immer gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, damit ihr mich supportet. Lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Road to 600 Abonnenten haben wir jetzt schon mittlerweile begonnen. Sind nicht mehr allzu viele, die 50 haben wir schon mal überschritten. Und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr zur Schalke-Karriere unter anderem verpassen könnt. Und fürs Saisonfinale blicken wir gleich mal auf die Abstimmung für die heutige Folge. Dafür möchte ich mich vorneweg bei euch nochmal bedanken. 14 Stimmen unter der Abstimmung, das ist eine gute Zahl. Deswegen auch gerne wieder abstimmen. Na gut, wird schwierig für die nächste Folge, weil ich immer den Saisonauftakt spiele. Deswegen wird es keine Abstimmung geben, aber es könnt ihr euch für die Zukunft merken. Ich habe ja gesagt, ich werde heute nur 2 Spiele spielen, der Rest wird komplett schnell simuliert. Und ich werde dort auf jeden Fall das Spiel gegen Kiel spielen und das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, also gleich das erste. Und ich würde so machen, wenn das Heimspiel zur Meisterschaft kommt, ich werde dann normal simulieren, bis zum Ende springen. Und wenn es dann feststeht, werde ich halt einfach die Animation mal laufen lassen. Und am Ende gucken wir dann natürlich noch die ganzen Statistiken rein, gehen in die neue Saison, hoffentlich in der Bundesliga. Und werden dann auch auf Transferbudget gucken und generell auch, was wir vielleicht für Transfers tätigen können. Und am Anfang der Folge steht also gleich das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Die konnten sich als Aufsteiger tatsächlich ganz gut halten. Sie sind im Moment 9. Aber ich hoffe, sie holen jetzt ihre nächste Niederlage in der Saison gegen Schalke. Damit ein herzliches Willkommen zum 28. Spieltag. Es sind nur noch 7 Spiele zu gehen. Schalke ist heute zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Hier sehen wir einmal die Tabelle. Braunschweig hat gerade einmal 35 Punkte und ist nur 8 Plätze hinter uns. Da sieht man mal, was wir für eine krass starke Saison spielen. Wir stellen zudem auch die beste Defensive mit gerade einmal 15 Gegentoren. Hier haben wir einmal die Aufstellung von Eintracht Braunschweig mit Ex-Schalker Maurice Multau. Und hier haben wir die übliche Formation von Schalke, selbes Personal, Ika, nur Minnen auf der Bank. Ist hier eine kleine Fliege. Nope. Upp. Damit also rein in die erste Partie für die heutige Folge. Ich glaube schon, dass wir aufsteigen sollten. Eigentlich fehlt auch um den Meistertitel nichts rum, vor allem wenn wir auch gegen Kiel nachher gewinnen sollten. Ich hoffe auch, dass wir eine Menge Jugendspieler zurückbekommen, wie die sich so entwickelt haben. Da bin ich echt mal gespannt. Es gibt allerdings jetzt schon mal die erste Möglichkeit. Nico Gonzalez, der zieht ab. Guter erster Ball auf den Kasten. Das ist Grechowiak. Guter Ball auf die Seite für Aubameyang Richtung Christiansen. Nächste Möglichkeit. Florian Krüger versucht mit dem weiten Ball Richtung Danny da Costa. Da Costa spielt eine immens wichtige Rolle in dieser Saison. Konnte einige gute Assists liefern mit seiner Schienenposition auf der rechten Seite. Der Verbund von Eintracht Braunschweig steht tief hinten drin in der eigenen Hälfte. Allerdings sind die Seiten trotzdem frei. Flanke Richtung Aboni und das Krüger. Oh, Aboni fängt den Ball ab. Das war ein katastrophaler Fehler von Behrens. Und Aboni bestraft das Ganze nicht. Das ist Gonzalez. Gonzalez direkt im richtigen Moment für Christiansen. Und er scheitert erneut. Der Ball ist noch gefährlich. Das ist nämlich Aboni. Schlotterbeck, das war kein Abseits, denn Mehmet Can Aydın mit dem krassen Schuss. Aber die nächste Parade. Wir schaffen es einfach nicht, den Keeper heute zu überwinden. Starker Abschluss von Aydın am Ball. Und es gibt direkt den guten Ball für Israel Salazar. Salazar, nein! Eintracht Braunschweig jetzt doch nochmal über links. War das Abseits? Es war kein Abseits. Die Schussmöglichkeit, aber die starke Parade von Ralf Fährmann. Nein, da steht's. Es steht. Es war Abseits. Oh mein Gott. Nachspielzeit Braunschweig erzielt ein Tor, aber es zählt nicht. Es war ganz knapp Abseits, weil ich hier noch Nico Schlotterbeck, glaube ich, ausgewählt habe. Oh mein Gott. Am Ende ist es ein eher enttäuschendes Ergebnis. Wir hätten eigentlich gewinnen müssen. Am Ende endet es mit 0:0. Nach diesem tollen Scouting-Bericht geht es ins nächste Spiel rein. Auswärts gegen den SV Darmstadt. Ein 5:3. 5 Tore in einer Simulation.
Rüger Abuni, nochmal Abuni, Nico Gonzalez und Grychowiak, Erich Bergo, die Legende aus der Magdeburg-Karriere, erzielt ebenfalls ein Tor für Darmstadt. Mittlerweile sind wir auch auf einem ganz schönen Run, was ungeschlagene Spiele angeht. Es hat hier am 28. Januar begonnen und zieht sich mittlerweile durch fast 3 Monate, die wir ungeschlagen sind. Also mit einem Sieg sind wir aufgestiegen gegen den 1. FC Heidenheim. Eine Schnellsimulation, würde ich sagen, gehen wir hier an. Zu Hause. Es wird ein 2:0. Damit steht fest, Schalke spielt nächste Saison Bundesliga. Grychowiak und Nico Gonzalez treffen hier für uns. Letztes Jahr war es ja so knapp zum Ende hin. Jetzt haben wir auf einmal nur noch eine 44er Managerbewertung. Und jetzt müssen wir nur noch die Meisterschaft klar machen. Ich hoffe, bitte lasst mich nicht entlassen werden. Wir haben 6 Punkte Vorsprung. Wir haben die deutlich bessere Tordifferenz. Das ist das Endspiel. Ich sage euch, wenn wir hier gewinnen, haben wir die Meisterschale. Ich glaube, die Animation wird es allerdings dann erst beim vorletzten Spiel geben gegen den KSC. Das heißt, wenn wir sie hier nicht bekommen, dann werde ich vorsichtshalber mal in den KSC normal simulieren und am Ende rein. Das hier ist wahrscheinlich die letzte Chance für Holstein Kiel, eventuell noch Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Es ist das Endspiel. Schalke empfängt Holstein Kiel. Und damit ein herzliches Willkommen zum 31. Spieltag. Dürfte das sein, richtig? Schalke empfängt Holstein Kiel. Das Stadion ist voll und wir sind gespannt, ob wir heute die Vorentscheidung treffen können. Und das gegen die Störche, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt was mit dem Aufstieg zu tun haben. Florian Krüger ist aktueller Top-Torschütze mit gerade einmal 14 Toren, dicht gefolgt von Unisivo, Mamba und Karim Adeyemi. Hier ist einmal unsere Aufstellung, wieder nur mitten auf der Bank. Stamenic auf der 8er Position und Dominik Drexler hat es auch mal wieder in den Kader geschafft. Allerdings bisher, glaube ich, noch keinen einzigen Einsatz gehabt. Und hier habt ihr das 4-3-3 von Holstein Kiel. Und damit rein, ich hoffe, es ist das entscheidende Spiel hier. Ich hoffe, wir holen die Meisterschaft jetzt hier gegen Kiel. Ansonsten wird es nochmal spannend, weil die Kieler dann auf 3 Punkte rankommen würden, sollten sie uns tatsächlich schlagen. Ich werde auch am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht, tatsächlich meine komplette B11 aufstellen und den Spielern, die ihre Karriere beenden, ihre letzten Minuten geben. Simon Terodde unter anderem, Danny Latzer, ich glaube Dominik Drexler auch, Da Costa mit dem Ball Richtung Florian Krüger. Gute Parade von Gelios. Der hält immer sehr stark gegen uns, habe ich das Gefühl. Die Ecke führt Christian Snaus auf den Kopf von Florian Krüger. Wieder ist es Gelios. Aber es steht nur zurück zu Hause, wir müssen noch wechseln. Grychowiak hat sich verletzt. Außer kommt wegen rauf. Außer Stamenic. Jetzt geht's wieder über rechts. Danny Da Costa bekommt heute viele Bälle auf seiner rechten Mittelfeldposition, setzt sich gut durch und das ist das 1:0. Florian Krüger mit dem wichtigen Treffer. Wie stark hat sich Danny Da Costa dort bitte gegen 2 durchgesetzt, gegen Kirkesov und gegen noch einen weiteren Gegenspieler. Das war saustark gemacht vom ehemaligen Nationalspieler, glaube ich sogar. Stark, wie er ihn hier vernascht und dann Ball Richtung Mitte. Florian Krüger, 15. Saisontor für ihn. Oh nein, das ist nochmal die Möglichkeit. Starke Parade. 86. Minute. Ralf Fährmann ist weiterhin wach. Wie jetzt gelb-rot? Hat er schon gelb gesehen gehabt? Ich glaube, die haben gerade eine gelb-rote Karte bekommen. Ja, Horat. Nee, ist es nicht. Der wurde ausgewechselt. Irgendwer hat eine gelb-rot gesehen. 90. Minute. Also, es sieht alles danach aus. Und das ist es. Eigentlich sind wir so gut wie Meister. Aber rein theoretisch können sie es rechnerisch noch aufholen. Da müssen wir aber alles haushoch verlieren. Also am nächsten Spieltag können wir Meister werden. Mit einem Unentschieden. Eine Schale bekommen wir tatsächlich nicht. Das Spiel, wo wir Finalmeister werden können, es ist ein Auswärtsspiel. Deswegen bekommen wir nicht die Schale, meiner Meinung nach. Wir gehen rein in die Schnellsimulation gegen Aue. Gewinnen mit 1:0. Und damit sind wir Meister in der 2. Liga. Nico Gonzalez erzielt in der 47. Minute den wichtigen Siegtreffer. Wir haben hier die Nachricht, dass die Leihe von Israel Salazar bald endet. Und ich will den Typen gerne verpflichten. Ich würde sagen, 1,3 Millionen ist die Kaufoption und die werden wir ziehen. Die Frage ist, werden wir ihn dann verleihen oder mit ihm selber tatsächlich in der 1. Liga planen? Der verdient ein immenses Gehalt. 16.140k Einstiegsbonus. Wir verpflichten Israel Salazar und er bleibt auf Schalke. Vor allem jetzt sind wir Meister, aber das Ziel geht noch nicht als erfüllt. Denn das könnte jetzt das Spiel sein, wo wir tatsächlich die Schale bekommen. Deswegen geht es hier nur in eine normale Simulation. Ich werde aber gleich zum Ende hinspringen für euch in diesem Video. Deswegen bis gleich. So Leute, ich bin jetzt in der 85. Minute. Es steht 4:1 für Schalke. Also das Ding gewinnen wir. Ich werde jetzt eingreifen in diese Partie. Und hoffentlich kriegen wir die Schale. Das war übrigens 2-mal Chris Führich, 1-mal Florian Krüger. Und ja, wer der letzte Torschütze ist, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, Abuni hat auch ein Tor erzielen können. Mach es einfach. Jawohl! Und jetzt müsste die Animation kommen. Ich glaube, so sieht's aus. Jawohl, wir hören die Bundesliga-Hymne.
Schalke steigt auf nach 2 Jahren zweiter Bundesliga. Die Facecam wird jetzt einfach mal verschwinden. Wir sehen uns gleich wieder. Da haben wir es also, Schalke gewinnt die zweite Bundesliga mit einem überzeugenden 4:1 Erfolg gegen den KSC. Ist es also soweit, man feiert den Wiederaufstieg. Ralf Fährmann, der Kapitän über die gesamte Saison, hier sehen wir ihn, rennt zur Nordkurve. Zum Abschluss gibt es ein wunderschönes Gruppenbild und dort sind die verschiedensten Legenden dieser Saison nochmal aufgeführt. Und damit sind wir Meister. Ein Spieltag, eigentlich nicht unbedingt. Wir sind ja schon gegen Kiel rein theoretisch Meister gewesen. Gegen Aue offiziell. Und jetzt gegen den KSC haben wir auch die Meisterschale bekommen. Haben wir im Moment 82 Punkte. Können 85 holen am letzten Spieltag gegen Regensburg. Also wir wissen, wer aufsteigt. Denn sowohl Schalke als auch Kiel sind gerettet. Diese beiden Vereine werden also aufsteigen. Mit Sicherheit. Um Platz 3 ist noch ein bisschen was drin. Und zwar Mainz und Bochum sind nur 2 Punkte auseinander. Die Mainzer spielen am letzten Spieltag in Aue und Bochum spielt am letzten Spieltag in Kiel. Das bedeutet, Mainz hat alles alleine auf dem Fuß. Blicken wir mal auf die zweite Tabellenhälfte. Dort haben wir auf jeden Fall Jahn Regensburg, die mit Sicherheit absteigen werden. Und zwar runter in Liga 3. Halle kann es rein theoretisch noch schaffen. Sie brauchen tatsächlich einen deutlichen Sieg und der FCK muss verlieren, damit sie punktgleich sind, um sich vielleicht noch in die Relegation zu retten. Wer allerdings mit Sicherheit nicht absteigen wird, ist der FC St. Pauli, die auf Platz 15 liegen. Und der FCK, der kann sich natürlich auch noch retten. Mit der kompletten B11 gehen wir jetzt also rein in das letzte Spiel gegen den Jahn aus Regensburg. Wir holen ein 1:0 tatsächlich. Nassim Boujelab erzielt in der 76. Minute das 1:0. Und Legenden wie Terodde, wie Drexler und Danny Latz haben tatsächlich ihre letzten Einsatzminuten bekommen. Wir kriegen 24,4 Millionen. Und in der nächsten Saison wird es nochmal heiß hergehen bezüglich der EM-Qualifikation. Das hier dürfte der letzte Scouting-Bericht sein in diesem Jahr, in dieser Saison. Und dort finden wir unter anderem Julio Vicente oder Vicente. So, wir sind jetzt am 29. Juni angekommen. Wir würden gleich in die neue Saison springen. Wir blicken allerdings mal auf die Statistik. Ich würde sagen, wir fangen mit unserer Mannschaft an. Die meisten Einsätze macht Florian Krüger tatsächlich mit 35, knapp gefolgt von Fährmann und Da Costa und Ciao und andere etliche mit knapp dahinterliegenden Einsätzen. Die meisten Tore schießt Florian Krüger mit 16 Toren, gibt auch noch 3 Assists, 19 Scorerpunkte, ist stark. Grechowiak schießt die zweitmeisten Tore, der macht 10 Tore in dieser Saison. Führig macht 8. Die meisten Vorlagen gibt tatsächlich Nico Gonzalez. 15 Scorerpunkte für ihn. Saugstarke Saison für Schalke. Chris Führig ebenfalls 5 Assists. Sowie Abouni ebenfalls 5 Assists. Also Meister wird Schalke 04. Sie steigen auf zusammen mit Holstein Kiel. Der FSV Mainz hat sich tatsächlich gerettet in die Relegation. Untenrum hat sich leider nichts verändert. Der FCK geht in die Relegation und Halle und Regensburg werden beide absteigen. Der FC St. Pauli hat sich gerade so gerettet. Den DFB-Pokal gewinnt der FC Bayern im Finale mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt. Mainz kommt tatsächlich hoch in die erste Bundesliga. Sie bezwingen Fürth mit einem 3:0 im Gesamtergebnis und steigen damit mit uns auf. Hingegen hat es auch für den FCK gereicht. Sie bezwingen Dynamo Dresden mit 3:2. Den Superpokal gewann Paris gegen Atalanta. Die Champions League geht ebenfalls an Paris. Mit 2:0 im Finale gewinnt man gegen Juventus Turin. Die Europa League gönnt sich Tottenham. Im Finale mit 3:1 bezwingt man den englischen Rivalen Manchester United. Und etwas überraschend, die Conference League geht an OGC Nizza. Und wie gesagt, in der EM-Quali ist noch alles möglich. Und damit wäre
werden wir nun in die Saison reingehen. Ich bleibe übrigens Trainer, keine Sorge. Auch wenn sie sich andere Resultate erhofft hatten. Das bringt uns also zum Vorbereitungsturnier. Übrigens, falls ihr das nicht wisst, die oberen vier bilden immer eine Gruppe und die unteren vier bilden auch immer eine Gruppe. Und am ehesten würde ich dort tatsächlich gegen LAS Verona, Olympique Marseille und Aston Villa gehen. Wir simulieren jetzt noch einen Tag rein. Bitte sorgen Sie, dass unsere diesjährigen Ziele erreicht werden. Danke, einen Tag im neuen Jahr oder in der neuen Saison. Mesut Özil ist ja da, stimmt. Moritz Kellner ist noch besser. Leo Weiß nehmen wir einfach mal mit, weil er gutes Potenzial hat und da ist bestimmt mit dem Positionswechsel einiges drin. Als nächstes blicken wir auf unser Transferbudget und das beträgt ganze 42 Millionen. Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Als nächstes blicken wir mal auf unseren Kader. Lorenzen ist noch ein ganzes Jahr an Swansea verliehen und ich würde mir tatsächlich auch einen neuen Keeper holen wollen. Allerdings würde ich dort zu einer etwas erfahrenen Variante greifen, denn ich würde gerne mit Lorenzen dahinter dann beginnen irgendwann. Und für die Torhüterposition hätten wir zum Beispiel Stefan Ortega. Wäre eine Möglichkeit, soll ich ihn vielleicht holen für die Torhüterposition, schreibt das mal gerne rein. Denn ich brauche auch Transfervorschläge von euch. Und für welche Position, das müssen wir gleich mal nach. Da ist er. Mesut Özil beendet auch nach dieser Saison seine Karriere. Also die allerletzte Saison. Spielt er nochmal Fisch. Und kommen wir nun zu dem Personal, was ich benötige. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ersatzspieler für Krychowiak. Ich würde gerne mit Krychowiak auch in diese Saison als Stammsechser reingehen. Vielleicht könnten wir dort einen etwas jüngeren Spieler hinterziehen. Das bedeutet, ein Mann für die Sechserposition wäre ganz cool. Wir müssten auch generell einen Jungspieler verpflichten. Das ist nämlich ein Ziel für den Vorstand. Des Weiteren würde ich ganz gerne einen neuen Torhüter holen. Ich habe Stefan Ortega genannt. Er wäre, finde ich, die beste Lösung. 80er Gesamtstärke, 30 Jahre alt. Dahinter wäre dann der Lorenzen, der ist noch verliehen. Der kommt dann zur nächsten Saison wieder. Und vielleicht für die Innenverteidigung eine erfahrenere Variante als Backup-Position. Denn Malik-Schau und Schlotterbeck sollten gesetzt sein. Für diese Position haben wir im Moment nur Felix Udukay und der ist 25 Jahre alt. Den würde ich ungern holen, weil er würde den beiden dann nur im Weg stehen, sage ich mal. Hier habt ihr generell mal die ganzen Namen, die ich im Moment bei uns auf der Liste habe. Ich werde sie immer mal durchgehen hier im Schnelldurchlauf. Falls ihr dort irgendwas seht, was man vielleicht verpflichten könnte, dann schreibt dies gerne rein in die Kommentare. So viel also erstmal dazu. Also wie gesagt, vielleicht einen jüngeren Backup-Sechser für hinter Krychowiak. Der wird auch, denke mal, eine Saison danach seine Karriere beenden. Der könnte dann übernehmen einen erfahreneren Backup-Innenverteidiger, der sich vielleicht auch mit einer Rotationsrolle zufrieden gibt. Und einen neuen Stammtorhüter. Stefan Ortega wäre eine Möglichkeit. Falls ihr andere Vorschläge habt, dann gerne rein damit in die Kommentare. So Leute, das war's also mit der heutigen Episode. Wir sind Gott sei Dank aufgestiegen. Hier haben wir auf jeden Fall das Vorbereitungsturnier. Das werden wir mitnehmen. Der erste Spieltag ist allerdings erst hier am 13. August. Deswegen würde ich sagen, wird es nächste Folge kein einziges Spiel geben, was ich selber spiele. Denn ich will immer zwei Folgen in der Transferphase haben, in der Sommertransferphase. Deswegen wird es nur das Vorbereitungsturnier geben und ich denke mal, ein paar Transfers wird es auch geben. Das wird dann auch von der Zeit her reichen. Und in der Folge danach können wir endlich in die Bundesliga-Saison starten und haben auch noch ein bisschen Transferphase. Und ich hoffe, wir können uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Guten Rutsch übrigens ins neue Jahr, habe ich komplett vergessen. Beziehungsweise ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Ist ja in dem Fall schon der zweite, an dem ich heute aufnehme. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Macht's gut. Ciao. Mit einem überzeugenden 4:1 Erfolg gegen den KSC ist es also soweit. Man feiert den Wiederaufstieg. Ralf Fährmann, der Kapitän über die gesamte Saison. Hier sehen wir ihn.